Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, wieder mal beim Club 3. Wir widmen uns heute einem speziellen Thema, das uns alle angeht, nämlich wirklich im wahrsten Sinne. Und zwar, es geht um die Klimakrise. Aktuell findet ja oder fand in Ägypten 2 Wochen lang die Klimakonferenz statt, die 27. Wieder mal dürfte es soweit sein, dass kein großer Durchbruch gelingt. Wir wollen dieses Thema zum Anlass nehmen, um mit einem speziellen Gast heute gewisse Aspekte, die daraus resultieren, zu analysieren. Und zwar begrüße ich recht herzlich Herrn Martin Grasberger. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Er ist Biologe, Mediziner, Gerichtsmediziner und auch Landwirt. Also er ist sehr viel beschäftigt und nebenbei schreibt er auch noch Wissenschaftsbücher, die auch prämiert werden. So hat er auch das Wissenschaftsbuch des Jahres geschrieben. Bei diesem Buch geht es, ich darf das herzeigen, das leise Sterben heißt es. Und das wollen wir heute auch diskutieren und warum wir eine landwirtschaftliche Revolution brauchen. Ich frage gleich ganz banal, wenn ich darf. Vorher möchte ich aber noch mal den Mitdiskutanten, Mitfragestellerinnen vorstellen. Verzeihung, Katharina Zwinz vom Profil und Andreas Buschholz vom Kurier. Die stellen mit mir die Fragen. Ich möchte gleich eine banale Frage stellen zum leisen Sterben. Das klingt jetzt nicht sehr positiv, wenn man das so sagen darf. Was ist da, steckt da dahinter konkret? Was kommt da auf uns zu? Naja, Sie haben jetzt mal den Titel Das leise Sterben, aber der Untertitel ist, warum wir eine landwirtschaftliche Revolution brauchen. Und jetzt kommt das Positive, um eine gesunde Zukunft zu haben. Und es geht eben um unsere Zukunft, die Zukunft des Menschen an sich. Und die sollte gesund sein. Mhm. Und wir wissen alle, dass unsere Lebensmittel aus dem Boden kommen. Und da kommt es jetzt zu verschiedenen Querverbindungen, unter anderem auch zum Klimawandel. Auf der anderen Seite die Bewirtschaftungsart dieser Böden. Alle diese Dinge spielen ineinander und darüber habe ich mir hier Gedanken gemacht. Okay, wenn wir jetzt beim Klimawandel bleiben, also es ist, wie wir schon erörtert haben, man kann sich nicht wirklich auf einen großen Wurf einigen, so schaut es aus. Der Herr Guterres, der UNO-General, hat gesagt, die Welt brennt, uns versinkt. Was macht Sie dann positiv, dass wir da trotzdem den Turnaround bekommen können in dem Bereich, den Sie ansprechen? Ich behaupte nicht, dass wir ihn bekommen, nur wir werden es halt versuchen müssen. Mhm. Wenn man die Aussage nimmt, die Welt brennt oder wie auf anderer Seite schon getätigt wurde, ich will, dass ihr Panik habt und so weiter, ja, dann ist das eine sehr problematische Aussage. Einerseits, ja, es ist heiß das Thema momentan und wir sollten uns darum kümmern. Auf der anderen Seite, wenn man das skandalisiert, dann bekommen die Leute Angst. Mhm. Und der Mensch reagiert unter dem Eindruck der Angst meistens nicht sehr rational. Okay. Also das heißt, ja, es wird eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Das heißt, Panikmache ist der falsche Weg. Und nein, aber verstehen, dass der Hut brennt, ist vielleicht schon gut. Ja, ja, okay, sehr gut. Ja. Der Untertitel Ihres Buches lautet ja, Sie haben es auch schon angesprochen, dass wir eine landwirtschaftliche Revolution brauchen. Was verstehen Sie genau darunter? Was bedeutet das? Ja, Sie dürfen einen Buchtitel nie immer ganz so ernst nehmen. Wenn Sie langweilige Vokabel verwenden, dann ist das Ganze vielleicht. Wir brauchen Änderungen. Wir brauchen fundamentale Änderungen oder lieber wäre mir der Ausdruck einen Paradigmenwechsel. Ja, in der Sichtweise, wie funktioniert denn überhaupt Landwirtschaft, wie funktioniert Boden, wie funktioniert das Zwischenspiel oder das Miteinander Pflanzeboden und was kann der Mensch als Bewirtschafter da ändern und tun? Die simple Antwort ist, indem man versteht, wie Mechanismen und Prinzipien der Natur funktionieren. Weil es gibt ja Vegetation und Pflanzen ja schon lange bevor es den Menschen gegeben hat. Und da hat keiner mitgemacht, irgendwas gesteuert. Also das funktioniert ja irgendwie, das System. Und dieses System, das ist meistens unterirdisch, das ist bis jetzt eigentlich relativ wenig beachtet worden in der Öffentlichkeit, auch in der Landwirtschaft teilweise zu wenig. Und interessanterweise gibt es dort Parallelen zu der menschlichen Gesundheit, nämlich in den Funktionsweisen, in den Prinzipien. Wie genau stellen die sich da? Ja, können wir gerne darauf eingehen. Also es ist etwas, was wir reden immer von der Biodiversitätskrise. Das betrifft dann meistens irgendwelche Tiere, die wir mit freiem Auge wahrnehmen können. Und ich glaube, da ist schon viel dazu gesagt worden. Das wird auch, glaube ich, nicht sehr in Frage gestellt. Was wir aber nicht sehen, ist, vielleicht gibt es irgendwo auch eine Krise, manche Lebewesen betreffend, die wir nicht sehen. Und erstaunlicherweise sind es die, die am meisten an der Zahl sind. Und das sind die Mikroorganismen.
die eigentlich in unserer Wahrnehmung eher als schädigende Krankheitserreger wahrgenommen werden, tatsächlich aber in ihrer überwiegenden, fast gesamten Anzahl, in Mehrheit, positive Wirkungen haben. Dass die garantieren das Funktionieren von Ökosystemen. Der ganze Boden, die ganze Interaktion einer Pflanze mit dem Boden funktioniert nur, wenn diese Mikroorganismen dort erstens die richtigen sind, ausreichend an der Zahl sind, dass es denen gut geht. Und das Schlagwort Mikrobiom und Mikrobiomforschung ist, glaube ich, auch schon überall in der Gesellschaft angekommen. Genauso funktioniert unser Darm. Das ist auch ein Ökosystem. Und es gibt noch viel mehr Parallelen. Also die Pflanze verästelt ihre Wurzeln, so massive Oberflächenvergrößerung, um in Kontakt mit dieser mikrobiologischen Umwelt im Boden zu treten und bekommt dort ihre Nährstoffe und kann nur so leben. Und kann sich auch anpassen an Hitzestress zum Beispiel, Klimastress, wenn wir davon reden. Und beim Menschen ist es die Darmoberfläche, die die Wurzel darstellt. Eine riesen vergrößerte Oberfläche durch Auffältelungen. Und hat damit, also jeder Mensch hat damit den intensivsten Kontakt mit seiner Umwelt. Und das ist die Nahrung, die wir aufnehmen. Und die kommt aus der Landwirtschaft, die kommt aus dem Boden. Deswegen kurz gefasst, wir sind Boden. Sie haben schon im leisen Sterben geschrieben, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Anstieg chronischer Krankheiten, zwischen der Zerstörung der Böden und der Natur und eben der industriellen Landwirtschaft, wie wir sie betreiben. Vielleicht um diesen halben Schritt nochmal zurückzugehen, können Sie vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie hängt das zusammen und was macht eigentlich diese Form der, wenn man so sagen kann, falschen Ernährung denn überhaupt mit uns allem? Auch eben im Kontext dieses Mikrobioms, das Sie angesprochen haben. Ja, also zunächst möchte ich mal vorausschicken, dass ich nicht ein Buch gegen die Landwirtschaft geschrieben habe. Ich bin auch nicht gegen die Landwirtschaft an sich. Ja, das wäre absolut absurd. Das ist unsere wichtigste Quelle, unsere Lebensmittel. Sondern es geht um die verschiedene Betrachtungsweise. Und jetzt ist dieser Begriff unmittelbar gefallen. Ja. Mir wäre lieber, es eher mittelbar zu sehen. Ja, weil die einzige unmittelbare Gefahr für das menschliche Leben der Landwirtschaft ist, wenn sie entweder direkt einer Pestizidexposition ausgesetzt sind, das ist eine Vergiftung, es passiert weltweit ein paar hunderttausend Mal, das kann tödlich enden, das meine ich damit nicht, oder wenn sie von einem Traktor überfahren werden. Ja, das ist auch sehr unmittelbar und betrifft aber dann alle Formen der Landwirtschaft. Nein, also eher mittelbar, das heißt über Umwege, und deswegen auch der Begriff das Leise oder das Unsichtbare oder so nicht, das sind die Vokabel, auf die es ankommt. Das sind keine Dinge, die über einen Monat passieren, sondern über Jahrzehnte passieren. Und ja, da wird es jetzt lang, die Antwort. Also da gibt es viele Themen. Die Landwirtschaft, die wichtigsten. Ich werde es versuchen, kurz zu halten. Also grundsätzlich werden in der Landwirtschaft zum Beispiel Chemikalien eingesetzt. Und aus durchaus guten Gründen. Ja, die Frage ist, ob immer richtig, ob zu viel vielleicht. Und so ähnlich verhält sich es übrigens in der Medizin mit Medikamenten. Die sind an sich nicht gut oder schlecht. Diese Frage ist, habe ich abgeschätzt, ob jetzt eine positive Wirkung der negativen sozusagen vermehrt gegenübersteht. Und diese sagen wir Umweltchemikalien allgemein, das ist die Landwirtschaft nur ein Teil davon, da ist die Industrie und viele andere Aspekte genauso zu nennen, haben eine Wirkung auf den Menschen. Unter anderem eine hormonelle zum Beispiel. Das ist die Frage der Grenzwerte immer wieder in den Medien. Nur, das ist das, was die meisten wissen, nicht Pestizide, ja, nein, wenn ich die nicht haben will, dann entscheide ich mich eher für biologisch oder biodynamische Landwirtschaft, Produkte und so weiter. Aber es ist komplexer, nämlich es fängt schon bei der Landwirtschaft an. In der Landwirtschaft wird das produziert, was international gehandelt werden kann, was gut lagerfähig ist, was am Börsehandel teilnehmen kann, und was sozusagen wenig Aufwand, also am besten auch in großen Flächen eine Sorte angebaut werden kann, die sogenannte Industrialisierung. Die Frage ist, ob die Produkte, und welche sind das weltweit, hauptsächlich Mais, Reis, Weizen, Getreideprodukte, und dann kommt Soja etc. Das sind drei stärkehaltige Getreide im Endeffekt, die praktisch die gesamte oder einen massiven Anteil der Landwirtschaft ausmachen. Und wir müssen uns die Frage stellen, für wen ist das Produkt? Für den Menschen hauptsächlich. Natürlich auch das Tierfutter, aber das ist wieder ein anderes Thema, das man ansprechen kann. Ist das gesund? Ich glaube, da braucht man nicht Medizin studiert haben oder sonst irgendwas, um zu wissen, dass eine ausschließliche Ernährung aus diesen Lebensmitteln nicht gesund sein kann. Und dann kommt noch etwas angeschlossen dazu, das ist hier nur bedingt erwähnt, aber das ist auch ganz wichtig, die Verarbeitung dieser Lebensmittel dann.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, eben aufgrund von industrieller Landwirtschaft, Raubbau am Ackerboden breiten sich chronische Krankheiten mehr aus, wie Sie auch in Ihrem Buch schildern. Um welche Krankheiten handelt es sich denn? Ja, also am besten, man geht sozusagen von den Krankheiten aus und schaut sich mal an, welche sind das und wie könnte denn das auch mit der Ernährung zu tun haben. Die Ernährung ist mehr oder weniger das Bindeglied, aber eben nicht nur, ich habe schon gesagt, man kann das auch einatmen, man kann sich auch über die Haut aufnehmen, verschiedene, also insgesamt allgemein Umweltchemikalien, die wir im Rahmen unseres Fortschritts uns in die Umwelt freigesetzt haben. Deswegen plädiere ich immer für diese Sicht, nicht schwarz-weiß, sondern einfach sich anzuschauen, die Seiten der Medaille. Nicht? Also es ist, jeder Fortschritt hat einen gewissen Nachteil mit sich gebracht, das müssen wir mal akzeptieren. Ihre Frage war nochmal ganz konkret. Welche konkreten Krankheiten? Es gibt so eine Überschrift, alle nicht übertragbaren Erkrankungen. Ja, die stehen sozusagen im Gegensatz zu allen Infektionskrankheiten. Also nicht übertragbare Krankheiten, das betrifft alle Organsysteme. Darunter sind, also nehmen wir mal die häufigen Sachen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Zentralnervensystems, also Parkinson'sche Erkrankungen, Demenzen, aber auch psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen etc. Das ist häufig, also alles hört man auch in den Medien immer wieder, dass das nimmt auch zu. Dann Erkrankungen des Verdauungstraktes, Stoffwechselerkrankungen, also Übergewicht und Typ-2-Diabetes, bis hin zu manchen Krebsformen und. Also Autoimmunerkrankungen nicht zu vergessen, Allergien etc. Und jetzt stellt sich heraus, dass, also erstens sind das Erkrankungen, die nicht eine einzige Ursache haben. Das sind Erkrankungen, die meistens eine sehr vielfältige Ursache haben und auch nicht über Nacht entstehen, sondern über jahrzehntelange Exposition oder Einflüsse. Sie sind, das hat uns jetzt auch die Wissenschaft gesagt, nur zu einem sehr geringen Teil von der Genetik abhängig. Früher hat man gesagt, die Genetik, wenn wir das wissen, können wir das regeln. Das sind 5-10% in der Regel, ja, genetisches Risiko. Jetzt ist die Frage, was ist es dann? Das ist unsere gesamte Umwelt. Und eine ganz wesentliche, die habe ich mir rausgepickt, im letzten Buch bin ich auf die gesamten anderen Aspekte auch noch eingegangen, von permanenter Medienbeschallung, ja, sage ich mal, da bin ich jetzt im falschen Umfeld, wenn ich über die Medien, aber grundsätzlich diese 24-Stunden-Gesellschaft mit viel Licht, viel Stress und so weiter, das ist auch eine Exposition, die wir oft nicht als solche wahrnehmen, mit wem ich zusammenlebe, was mein soziales Umfeld ist, aber natürlich auch, was ich esse und mit wem ich es esse. Und da ist jetzt die Verbindung zur Landwirtschaft. Also zumindest zu den Lebensmitteln, die wir essen. Die Landwirtschaft per se hat ja damit nichts, ist nicht als Schuld. Schuld mag ich überhaupt nicht, diesen Begriff. Es hat nichts mit Schuld zu tun. Es ergibt sich nur einmal so, dass viele dieser Krankheiten neben einer Störung des Mikrobioms auch eine stille, dahinschwelende Entzündung im Körper haben, die der Betreffende nicht merkt. Das ist erstaunlich, das hat man in den letzten Jahrzehnten festgestellt. Silent Inflammation, stille Entzündung. Und die hängt von den falschen Lebensmitteln ab, unter anderem, weil unsere raffinierten Getreideprodukte, das ist ein Großteil, der ganze Supermarkt ist eigentlich voll davon, ja, oder eben simple zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke, die hungern das Mikrobiom aus und führen zu einem Biodiversitätsverlust oder zu einer Verschiebung einer sogenannten Dysbiose im Darm. Und das ist einer der Treiber dieser ganzen Erkrankungen. Ja. Also es wird immer klarer, dass viele der chronisch degenerativen Erkrankungen eine maßgebliche Komponente in der Ernährung haben. Ja, aber weil Sie die Supermärkte angesprochen haben. Jetzt gibt es viele Menschen, die können sich keinen Bio-Bauernhof halten. Das wird oft das Beispiel gebracht. Die müssen in den Supermarkt gehen. Wie können die dieser Falle, wenn ich so nennen darf, entrinnen? Das wäre sozusagen eigentlich schon eine ganz wesentliche Lösung. Keine Fertigprodukte kaufen. Oder, und es geht nicht immer um kein oder schon, sondern so wenig wie möglich Fertigprodukte kaufen. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann muss er irgendwie die Zeit schaffen. Und mein wesentlichster Tipp überhaupt ist, wenn man es noch nicht kann, lernen Sie kochen. Okay. Ja, frische, unbelastete, unverarbeitete Lebensmittel. Auch da gibt es schon reichlich Studien dazu. Das sind die, die sehr viel an diesen Krankheitsauslösern oder der Krankheitslast sich verringern lassen. Die kriegt man auch im Supermarkt, frisches Gemüse. Ja. Und da muss man halt kreativ sein und was draus machen. Es ist halt nicht so bunt. Es schaut manchmal ein bisschen, es liegt halt so da und ist ein Ledger irgendwie so ein Krautkopf. Da muss man halt die Rezepte dahinter dann. Aber offenbar ist das noch nicht so richtig verankert bei den Menschen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Immer mehr übergewichtige, adipöse Menschen, immer mehr. Wie kann man da durchdringen?
Wie kann man das machen? Merken schon, das ist ganz wieder eine ganz andere Sparte. Das ist eigentlich die Sozialpsychologie, das ist eigentlich die Frage der Motivation und auf der anderen Seite auch die Frage der Schulen und der Lehre. Nicht? Das geht um Gesundheitskompetenz, die ich vermittle. Viele Leute wissen ja gar nicht, was gut oder schlecht ist. Ja, wie es da kann. Und dann ist es auch teilweise so, in den letzten Jahrzehnten, gerade über die Ernährungswissenschaft und was über so viele Diäten, nicht? Es gibt ja tausende Diäten, die da so propagiert worden sind, die alle alleinigen Wahrheitsanspruch haben. Und es stellt sich immer wieder heraus, es funktioniert alles gar nicht so. Auch dieses Kalorien rein, Kalorien ausgeben, diese simple, mechanistische, einfache Vorstellung, die funktioniert nicht. Man wird mit Leitprodukten nicht langfristig abnehmen. Aber Studien haben eben gezeigt, dass wenn der Mensch so viel essen kann, wie er will, Hauptsache er verwendet frische, unbelastete Lebensmittel, die selbst verarbeitet sind, dann nehmen alle ab. Okay. Ja? Das ist interessant, es kommt offensichtlich zu einer Sättigung und zu einer metabolischen Umstellung des Körpers, sobald er wieder mit dem gefüttert wird, was artgerecht wäre, was die letzten Jahrhunderttausende eigentlich uns ernährt hat. Eine Vielfalt, eine regionale aus der Umwelt. Ja. Und die vielleicht dann nochmal den Kontext zur Landwirtschaft. Was wäre denn das Richtige? Was hätten gern zum Beispiel dieses Mikrobiom gern? Das hätte so gern unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel. Ja, das heißt jetzt nicht, dass er vegan zwingend sein muss, ja, aber es hätte gern eine Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln, also Obst, Gemüse, Nüsse, Saaten, alles, was der Boden hergibt. Dann wird es nicht ausgehungert, dem geht es gut. Und das sind genau die Lebensmittel, die unsere Landwirtschaft nur zu seinem sehr geringen Ausmaß herstellt. Ja, sprich Selbstversorgungsgrad. Das importieren wir. Und das ist dann wieder die Frage, ob das eine gute Idee ist. Aber Sie können halt mit Salatköpfen, Schnittlauch und Kräutern oder Wurzelgemüse oder sonst irgendwas nicht am internationalen Börsehandel teilnehmen. Das ist ein Termingeschäft anderer Art, ja, nämlich eins des Verfalls. Deswegen kurze Vertriebsstrecken, schnell, regional. Sie haben direkt davor quasi das kurz angesprochen, dass irgendwie diverse Diäten als Heilsversprechen eigentlich nicht so gut funktionieren. Was Sie dann aber aufgezählt haben, was eine gesunde und auch für unser Mikrobiom gesunde Ernährung wäre, ist das nicht ziemlich genau das, was in den letzten Jahren als Paleo-Diät ziemlich aufkommen ist? Weniger Kohlenhydrate, mehr eben Saaten, Nüsse, Proteine. Was halten Sie davon? Ja, ich habe mich ausführlich auch mit der Paleo-Diät beschäftigt. Ich habe also eine Vorlesung, die nennt sich Evolutionäre Medizin. Da schaut man, was ist unsere evolutionäre Ausstattung, Erbe und Vergangenheit und was hat das mit unseren jetzigen Krankheitsproblemen zu tun. Die Paleo-Ernährung macht sich auch schuldig schlussendlich, also zumindest die Proponenten, weil die sagen, weil sie gehen von einem simplen evolutionären Szenario der Vergangenheit aus. Und wenn Sie mal schauen, was auf dem Einkaufszettel von der Paleo-Diät steht, da stehen dann also verschiedene Obst und Gemüse, die es damals gar nicht gegeben hat. Das sind Züchtungsformen, die wir jetzt erst haben. Da steht der Liter Olivenöl drauf. Und also da stehen auch Produkte drauf, da war vom Mensch, da hat der Mensch noch gar nicht Landwirtschaft betrieben. Ja? Also nicht jetzt die sagen Butter und so weiter. Ja. Aber es wäre vermutlich auch schwierig, den originalen Steinzeit-Einkaufszettel zusammenzukriegen. Das wird auch schwierig sein, aber wissen Sie, warum das schwierig ist? Weil es den nicht gegeben hat. Weil der Mensch multiregional sich dann weiterentwickelt hat im Rahmen unserer Evolution und dort war er mit ganz unterschiedlichen Lebensmitteln konfrontiert. Nehmen Sie die Inuit oben, ja, im Norden, da gibt es kein Gemüse. Die leben von dem, was also vor allem Fisch fangen, also sehr tranig und fleischhaltig. Und dann nehmen Sie irgendjemanden aus Afrika. Ja. Also es ist ein ganz anderes Nahrungsangebot und deswegen ist der Mensch einfach so ein Omnivore und verträgt viel. Und die Paleo-Ernährung sagt Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. Stimmt, es haben fast alle indigenen Populationen, die wir jetzt kennen, Fleisch am Speisezettel oder tierische Produkte, sagen wir mal so, am Speisezettel. Es gibt keinen, der komplett auf alles verzichtet. Und zwar dauernd und immer, das nicht. Aber Fleisch in diesem Umfang ist erstens nicht klar, dass das in der Vergangenheit so war. Das war eher ein Hin- und Wiederjagdglück vermutlich. Und zweitens haben wir ja gesehen, dass das jetzt auch unser Ökosystem an die Grenzen bringen kann. Ja. Punkto Fleisch, jetzt auf der Klimakonferenz gibt es immer mehr Stimmen, die meinen, dass nur eine vegane Ernährung uns wirklich dabei hilft, das 1,5-Klima-Ziel zu erreichen. Wie stehen Sie grundsätzlich zur veganen Ernährung? Wie stehe ich zur veganen Ernährung? Oder die Frage, kann ich mit vegan das Klimaziele erreichen? Das sind zwei Paar Schuhe. Also, am besten die Antwort auf beides. Man muss, vegan ist eine zutiefst empfundene Überzeugung, dass jemand sich so ernähren will. Und da steht meistens auch im Vordergrund, er will Tierleid vermeiden. Bei der, bei der,
der Aufzucht, bei der Schlachtung etc. Und vielleicht nebenbei auch noch was Gesundes für sich tun. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte, ob er vegetarisch ist. Oder da gibt es ja alle Übergangsformen, nicht, wie man da sein will. Vegan ist in Ordnung, wenn man aber verstanden hat, was der Körper braucht. Es gibt einen Haufen vegane Produkte, da leben sie noch lange nicht gesund. Das ist absolut nicht zwingend, dass nur weil ich auf Fleisch verzichte, dass ich dann gesund lebe. Ich muss mir genau überlegen, wie ich meine Lebensmittel zusammensetze, dass ich auch nicht in irgendeinen Mangel gerate. Aber das ist an sich eine absolut gute Ernährungsweise, so wie vegetarisch genauso oder teilweise vegetarisch. Sprich, also im Endeffekt geht es darauf hin, wir können einfach weniger Fleisch essen. Es gibt so viel anderes. Ja. Wovon ich nichts halte, ist zu glauben, dass mit Veganismus wir den Klimawandel aufhalten oder irgendwie so auf 1,5 Grad Ziele kommen oder sonst was. Aber ja, die Fleischproduktion weltweit. Wir müssen immer Österreich von der Welt ein bisschen abkoppeln. Ja. Bei uns ist der landwirtschaftliche Sektor, was Treibhausgase betrifft, nicht so groß wie global gesehen oder in manchen Industrieländern. Aber der Anteil der Fleisch, also der Klimagase aus der Fleischproduktion, der ist nicht so groß, wie man glauben möchte. Ja. Man geht immer so auf die Landwirtschaft los, er ist schon groß genug. Ja. Also es ist auch ein Einsparungspotenzial dort, vor allem wenn es um Massentierhaltung geht und um diese Turbozucht im Endeffekt, ja, und auch mit Kraftfutter und was weiß ich was alles. Also wenn man ein Rind sein lässt, und ein Rind ist, oder jeder Wiederkäuer ist ein wunderbares Geschöpf eigentlich, der macht aus dem, was der Mensch nicht essen kann, nämlich aus Gras, und in vielen Regionen der Erde wächst nichts anderes außer so ein bisschen was Ähnliches wie Gras, ist das die Lebensgrundlage. Und aus dem verwandelt der Wiederkäuer mit Hilfe wieder von seinem Pansenmikrobiom, und ohne dem geht es nicht. Nur wenn es dem gut geht, kann der Wiederkäuer aus Gras Protein und Fett aufbauen, was wir entweder in Milchprodukten oder im Fleisch dann wieder sehen. Und das ist eine absolut vollkommen anständige und gute Form der Ernährung, die man nicht verteufeln soll. Aber wir haben halt jetzt sehr das Augenmerk auf das Tierwohl gelegt, und das ist absolut auch zu berücksichtigen. Sehr gut, das ist ein schöner Punkt, um kurz eine Pause zu machen. Das Tierwohl, da wollen wir dann nach der Pause anknüpfen, und bleiben Sie bitte dran. Herzlich willkommen zurück beim Club 3. Heute zum Thema Klima und die Folgen, und wir haben es schon angesprochen, das leise Sterben, was auch die Klimakrise mit uns als mit Seuchen macht und welche Krankheiten, Zivilisationskrankheiten etc. Jetzt sind wir auch beim Tierwohl gelandet, ein großes Thema in Österreich. Herzlich willkommen zurück, Herr Doktor. Vielleicht können Sie da einmal anknüpfen. Wir haben beim Tierwohl aufgehört vorhin. Österreich ist privilegiert, was die Haltung von Weidetieren betrifft. Dennoch gibt es immer wieder viel Diskussion über die Haltung von Schweinen und Rindern vor allem. Wie ist da Österreich aufgestellt? Also ich bin kein Experte in Tierwohl und Tierhaltung jetzt im engeren Sinne, aber grundsätzlich sind wir da sicher international gesehen besser schon. Aber es ist immer noch Luft nach oben, das ist ganz klar. Und wenn wir vor allem von dem ausgehen, was wir zuerst angesprochen haben, wir wollen ohnehin weniger Fleisch, ja? Weil eben diese viel billiges Fleisch heißt automatisch weniger Tierwohl. Das ist automatisch, wenn Sie sich jetzt die Fleischpreise anschauen von einem Bio-Weiderind, das ist teuer. Ja? Aber das ist auch gerechtfertigt teuer, weil der Aufwand ein größerer ist und weil dahinter einfach viel Arbeit steckt aus Seiten der Landwirtschaft. Und wenn wir wegkommen von viel Billigfleisch hin zu weniger gutem Fleisch, dann steigt automatisch, nicht automatisch, aber damit wäre dann ein großer Schritt in Richtung Tierwohl getan, weil die Haltungsform eine andere ist. Dann. Wird aber ein großes Vorhaben sein, da auch bei den großen Produzenten ein Umdenken zu bewirken. Es geht ja auch immer um... Es muss billig sein, ne? Für viele Menschen. Also wenn man jetzt im Supermarkt kauft ein Stück Steak vom Weiderind, also da legt man schon ordentlich hin. Da legt man, glaube ich, mittlerweile 30 Euro oder mehr hin. Ne? Also wenn es ein saftiges, großes Stück ist, wird das schon ziemlich teuer. Ja. Haben Sie da Vorschläge, wie man dagegen steuern könnte, umdenken? Das sind alles sehr komplexe Fragen, weil natürlich die einen sagen, der Kunde kann es entscheiden mit seinem Einkauf. Mhm. Der andere sagt, die Industrie braucht ihre Vorschriften. Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt wäre sowohl im Einzelhandel als auch in der Gastronomie die Kennzeichnung. Mhm. Dann können zumindest die Entscheidungen treffen wollen, auf Basis einer transparenten Kennzeichnung, die
die richtige Entscheidung treffen für Sie. Ja. Welche Kennzeichnung meinen Sie genau? Herkunftskennzeichnung, okay. Ja, vor allem. Und auch konkreter. Also wir lesen momentan was über, wie viele Kalorien da drin sind und solche Sachen. Das wird immer so ausgeschildert. Ich finde, es gehört einfach eine andere Kennzeichnung her. Also das sind nicht die wesentlichen Dinge. Zum Beispiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass in unserer gegenwärtigen Nahrung vor allem Mikronährstoffe fehlen. Ja? Einerseits, weil sie verarbeitete Lebensmittel sind, durch irgendwelche Auszugsmehle gemacht, da ist auch nicht viel drinnen. Ich rede jetzt da von Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen und so weiter. Ja? Sekundäre Pflanzenstoffe, alles, was in Pflanzen eigentlich oder auch in, das ist auch im Fleisch drinnen, wenn das Tier vorher diese Pflanzen gegessen hat, dann ist das auch im Fleisch teilweise drinnen oder in den tierischen Produkten. Und an denen fehlt es. Das ist der sogenannte stille Hunger. Das heißt, ausführlich gegessen, kalorisch gesehen, aber für das Leben wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente, ja, über die Redkern, steht ja nirgends drauf, wie viel Molybdän oder Kupfer irgendwo drinnen ist. Ja. Brauchen wir aber auch. Zink, Selen. Ja? Und das ist in industriell hergestellten Produkten der Landwirtschaft, offensichtlich wird das immer weniger. Ja. Die Frage ist, warum? Das sollte man vielleicht auch noch ansprechen. Ja, können wir gerne machen. Warum? Ja. ich meine, ich habe die Frage des Tierwohls wahrscheinlich unbefriedigend jetzt beantwortet, weil das lässt sich nicht so aus einem anderen Trend beantworten. Ich glaube, bei allen diesen Punkten, die wir bis jetzt besprochen haben, ist einmal ein bisschen, das muss mehr Thema sein, mehr Bewusstwerdung sein und vor allem weniger Schwarz-Weiß-Denken und vor allem weniger emotionale Diskussion. Ja? Gerade bei Ernährungsform, nicht? Fleisch ja, nein. Das sind ja schon Streitereien entstanden, die nicht notwendig sind. Warum wird es weniger? Das ist eine große Frage. Das sind ja alles Spurenelemente, Mineralstoffe, die sind ja in den Böden drinnen. Die sind ja in unterschiedlichen Zusammensetzungen weltweit in den Böden drinnen. Und dennoch gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass in den letzten Jahrzehnten, ja, so 50 Jahre, 70 Jahre, offensichtlich es zu einer Abnahme gekommen ist. Und die Frage ist, ist jetzt weniger im Boden? Oder gibt es andere Mechanismen? Oder sind es die neuen Züchtungen, die halt relativ groß aufgeblasen sind und dafür viel Wasser enthalten und daher die Konzentration geringer ist von diesen wichtigen Stoffen, Grundstoffen des Lebens? Oder gibt es andere Mechanismen? Und jetzt kommen wir zur Landwirtschaft zurück. Ja? Es scheint so zu sein, oder sagen wir, es gibt sehr konkrete Anhaltspunkte nach neuesten Studien, dass dieses Misshandeln des Bodens im Sinne von schwerem Pflügen, tiefes Pflügen, permanente mechanische Bodenbearbeitung und zusätzlich noch Agrochemikalien verschiedenster Kategorie in großen Mengen über die letzten Jahrzehnte auf den Boden zu bringen, das führt dazu, dass dem Bodenleben nicht so gut geht. Und wir haben aber eingangs schon erwähnt, die Pflanze braucht ihre wurzelassoziierten Bakterien und Pilze, damit sie überhaupt aus der Umgebung ihre Nährstoffe bekommen kann. Da passiert nämlich ein reger Tauschhandel da unten im Boden. Und wenn ich den störe, Pilze haben lange Fäden. Wenn sie da jetzt mal durchackern, dann ist der Pilzgehalt im Boden, die sind permanent gestört und kaputt. Dann kann es sein, dass die Pflanze einfach weniger aufnimmt. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt eine Form der Landwirtschaft betreibe, die den Boden aufbaut, vielleicht kommen wir später noch dazu, wenn es ums Klima und Boden geht. Mhm. Also das Bodenleben füttere und fördere, mein ganzes Augenmaß auf das Leben im Boden setze, dann das sind erste Studienergebnisse, die wir da schon haben, dann steigt dieser Mikronährstoffgehalt in den Lebensmitteln an. Egal, ob es pflanzlich oder tierisch sind. Okay. Ich glaube, wir kommen da zum, finde ich, sehr interessanten Punkt. Sie sind ja ein Verfechter einer sehr regenerativen, nachhaltigen Landwirtschaft, eben vor allem, wenn es um die Böden geht. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite schätzt die Welternährungsorganisation, dass wir bis 2050, wenn wir so weitermachen wie bisher, ungefähr 50% mehr Nahrungsmittel brauchen werden, um die steigende Weltbevölkerung, jetzt haben wir gerade den 8-milliardsten Erdenbürger quasi begrüßen dürfen, wenn das so weit, quasi die Weltbevölkerung so weiter steigt. Gleichzeitig kommt dann die Klimakrise dazu, Extremwetterereignisse nehmen zu, Dürren, Überschwemmungen, quasi, sprich der Anbau wird da auch noch mehr quasi beeinträchtigt von einer anderen Seite her. Vielleicht ein bisschen ist ein bisschen einfach gestrickte Frage, aber wie soll man denn das alles unter einen Hut kriegen? Eine steigende Weltbevölkerung, die einen steigenden Nahrungsmittelbedarf hat, quasi in Summe, mit dem Wissen, dass wir aber eigentlich extensivere Landwirtschaft betreiben müssen, um die Böden mehr zu schönen, um sie wieder aufzubauen im besten Fall. Wie geht sich das aus?
Also das ist wahrscheinlich eine der brennendsten Fragen, die uns derzeit als Menschheit irgendwie gestellt wird. Mehr Menschen und dann sollen wir aber weniger anbauen pro Fläche oder vielleicht sogar stilllegen. Manche fordern, die Hälfte der Erde muss geschützt werden, damit das überhaupt weiter funktionieren kann, dieses globale Ökosystem. Und jetzt ist die Frage nach Lösungen. Und ein paar hätten ja Lösungen. Ein paar hätten zum Beispiel sofort, müssen wir die Gentechnik ausbauen? Mhm. Oder müssen wir noch mehr Dünger ausbringen? Oder müssen wir, also alles sozusagen fortschritts- und technikgetriebene, simple Lösungen. Es gibt ja ähnliche Lösungen auch für den Klimawandel, nicht? Also Geoengineering zum Beispiel. Ja? Eine Lösung, simpel. Das Problem von all diesen Lösungen ist, dass sie nur sehr proximal, sehr kurzfristig ein kleines Problem ansprechen. Ja? Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel Pflanzen mit grüner Gentechnik verändern, dass sie irgendwie eine Resistenz hat oder besser mit irgendeinem Hitzestress umgehen kann und so weiter, dann haben Sie nur die Pflanze im Auge gehabt. Wir haben aber gerade gesehen, dass gesunde Pflanzen, so wie ein gesunder Mensch, selbst wenn ich mich jetzt genetisch verändern lassen würde, wäre ich nicht automatisch gesünder dadurch, es sei denn, ich betrachte mein Bodenleben mit oder mein Darmmikrobiom mit. Das heißt also, weil was... Also vielleicht können wir später noch über die Gentechnik sprechen, das wäre interessant. Ja. Aber simple mechanische Lösungen werden es nicht sein. Wir haben auch das Problem der Erosion, das haben wir noch nicht angesprochen. Ja. Erosion, abnehmender Humusgehalt oder eben gleich richtige Naturkatastrophen, wie sie in Deutschland letztes Jahr waren, aber auch bei uns regelmäßig noch Starkregenereignissen, mehr oder minder Vorkommen von Hangrutschungen bis auch leise und still, langsamer Abtrag von den obersten fruchtbaren Bodenschichten. Ne? Das heißt, wir wollen den auch halten, da kann die Gentechnik gar nichts machen. Ne? Es ist einfach insgesamt eine systemisch andere Betrachtung der Landwirtschaft notwendig, damit wir mal überhaupt in das Erhalten der Böden kommen. Und dann können wir uns überlegen, wenn wir die Böden erhalten, weil die sind zunehmend im Degradieren, sagen uns wissenschaftliche Quellen. Und das ist vor allem, Sie haben es schon gesagt, es wird noch schwieriger, Boden aufzubauen, wenn die Temperaturen steigen, weil Stoffwechselvorgänge schneller gehen und sich organische Materie schneller zersetzt. Ja. Das ist etwas, wo wir einfach nicht wissen, wie sich das muss man mit berücksichtigen auf jeden Fall. Aber dennoch müssen wir es halt irgendwie versuchen. Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Form der Landwirtschaft oder gibt es Möglichkeiten, die unter Berücksichtigung all dieser Vorgaben, ja, biologisch zu wirtschaften, ökologisieren, Boden aufbauen, dennoch die fiktive Zahl von 10 Milliarden Menschen ernähren kann. Und? Na, erstens einmal wissen wir ja nicht einmal, ob es 10 Milliarden werden. Das ist ja auch das, die Zukunftsprojektionen muss man einfach differenziert sehen. Es kann alles Mögliche sein. Wir wissen nicht, was kommt. Aber da gehen auch einige Studien davon aus, dass das grundsätzlich möglich ist. Weil wir wissen ja jetzt schon, dass es hauptsächlich eine Verteilungsproblematik ist. Es ist eine politische, gesellschaftliche Problematik, dass es Leute gibt auf der Welt, die eben zu wenig haben. Und das Zweite ist, jetzt ist man davon gerissen, die gesellschaftliche Verteilungsproblematik und wo waren wir noch? Der zweite Punkt war die Verschwendung, nicht? Die Verschwendung beginnt am Acker, dann bei der Lebensmittelproduktion und dann zu Hause im Mistkübel. Und wenn man das auch noch rechnet, da ist noch viel Luft nach oben. Und der dritte Teil wäre eben eine biointensive Mikrolandwirtschaft. Vielleicht kann man auf das auch noch eingehen, weil das auch etwas ist, was im Kommen ist und was ein interessantes Thema ist. Was ist das? Das ist ertragreiche Landwirtschaft, die Gesundheit des Bodens und des Menschen im Auge hat, auf kleinster Fläche. Das klingt nach eierlegender Wollmilchsau. Klingt nach eierlegender Wollmilchsau, ist bekannt geworden teilweise durch Market Gardening. Ja. Mhm. Das sind kleine Flächen, die von halbem Hektar oder einem Hektar durch mechanische, und zwar menschlich, Kraftanstrengung meistens. Also da werden keine großen, schweren Traktoren über den Acker geschoben, der 100.000 Euro kostet, sondern da wird sehr manuell, mechanisch gearbeitet. Ja. Und auf engstem Raum, die Kulturen stehen viel enger beieinander und es kann pro Beet bis zu 3-4 Mal pro Jahr belegt werden, aufgrund eines sehr intensiven Anbauplanes und mit gleichzeitiger Kreislaufwirtschaft natürlich. Das bedeutet, das ist etwas, was jeder Einzelne und jeder Einzelne auch zu Hause machen könnte? Naja, jeder, der einen Garten hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Hälfte der Weltbevölkerung, wir reden nicht nur von Österreich, aber der Weltbevölkerung in einer Stadt lebt, in einer Großstadt lebt mittlerweile und dort halt einfach die Möglichkeit gar nicht hat. Also damit sind ja nicht irgendwelche netten Hochbeete gemeint, wo man sich ein bisschen über den Schnittlauch hinweg unterhalten kann, sondern das ist wirklich professionell. Das ist Landwirtschaft mit System, mit einem ganz gehörigen Unterschied in der, und ich meine das bitte nicht als Ersatz für die
gegenwärtige Form der Landwirtschaft, sondern dazukommend, Ernährungssicherheit schaffend. Wenn in jeder Gemeinde, vor allem in den ländlicheren Bereichen, und sobald das Wien draußen sind, sind sie im ländlichen Bereich, so eine Form der Lebensmittelproduktion hat, die kann fast das ganze Jahr laufen, auch im Winter, Wintergemüse, ja, funktioniert ja wunderbar, regionalen Versorgungsauftrag zu haben. Weil dieses heterogene, regionale, wenn dann eins ausfällt, haben sie immer nur das Nächste. Jetzt haben wir ein System, das egal ob wegen einer Pandemie oder wegen einem Blackout oder wegen sonst irgendeinem Mangel die Lieferkette abreißt, dann ist dann die Regale morgen leer, weil ja das, unser Essen immer auf der Straße unterwegs ist derzeit. Wenn es regionale, solche biointensive Mikrolandwirtschaft gibt, dann haben sie immer die Ernährungssicherheit gewährt. Das ist keine Fantasie, sondern da denken auch andere drüber nach. Also nicht nur die Fantasie vom kleinen Martin, sage ich mal. Ja. Sondern das ist ein, der Unterschied ist aber der, das ist extrem arbeitsintensiv. Ja. Würde massiv Arbeitsplätze schaffen. Ja. Da gibt es auch Hochrechnungen, die andere gemacht haben, wie viele Arbeitsplätze das schaffen würde. Die derzeitige Form der Landwirtschaft rechnet mit 7 irgendwas Stunden pro Hektar, pro Jahr. Mhm. Mhm. Da haben sie pro 1000 Quadratmeter 1000 Stunden, nicht? Weil sie müssen ja täglich das Arbeit, diese Gemüseanbau betreiben. Gibt es da Berechnungen, schon erste, was es das gibt, bringen könnte? Meinen Sie an Arbeitsplätzen? Oder ja, an, genau. Weil es gibt verschiedene Größenordnungen. Wir haben nicht nur den sozialen Aspekt, dass man Arbeit für die Leute auch sinnstiftende Arbeit. Ja. Alle, die in solchen Systemen arbeiten, sprechen von extrem sinnstiftender Arbeit. Ja. Mhm. Das sind interessanterweise glückliche Menschen. Mhm. Die fangen zum Wirtschaften an, sind häufig Quereinsteiger. Ja, in Amerika gibt es auch so Projekte, wo sie Army Veterans, die irgendwie Sinnkrise und psychische Erkrankungen haben, in solche Projekte mit aufnehmen. Und das ist, also Lebensmittel zu produzieren, ist aus existenzieller, existenzanalytischer Sicht ja das Um und Auf unseres Daseins. Ja. Ja. Also näher an Lebenszweck kann ich ja gar nicht kommen. Und es gibt also französische Landwirtschaftliche Forschungsinstitut INRA hat einmal so auch Begleitanalysen gemacht, zu schauen, wie den finanziellen Aspekt anzuschauen. Ja. Wie viel Umsatz, wie viel Gewinn kann man da machen und so weiter. Auf 1000 Quadratmeter hat er die wirklich genau gemessen und kommt, mir ist es lügen, dass die Zahlen genau sind, aber auf ein mitteldurchschnittliches Grundeinkommen mit 1000 Quadratmeter. Okay. Und unter Berücksichtigung aller Parameter, ja, so 1400 Euro pro Monat. Ja. Mhm. Okay. Also das geht. Man muss halt nur anders wirtschaften. Und dann gibt es vom selben Institut auch wissenschaftlich schon publizierte Untersuchungen, wird dabei der Humusgehalt im Boden aufgebaut. Ja, wird er. Das ist das Erstaunliche dann. Und diese Form der Landwirtschaft kommt ohne Industriechemikalien aus. Mhm. Das ist jetzt nicht, weil ich eine Ablehnung habe gegen große Konzerne, die eben chemische Substanzen produzieren, von Dünger bis Spritzmittel, sondern das ist einfach eine Frage auch der Krisensicherheit. Wir sehen jetzt, was Düngemittel und Betriebsmittel allgemein betrifft in der Landwirtschaft, eine vielfache Preissteigerung. In kürzester Zeit ist die Kurve so raufgegangen, sind Stickstoffdünger verdreifacht oder was jetzt, was jetzt der jetzige Stand ist. Aber warum? Weil sie energieabhängig sind. Und wenn sie eine Form der Landwirtschaft haben, die mehr oder weniger mit mechanischen, einfachen Handgeräten auskommt, da gibt es auch tolle Techniken. Also gibt es Saatgeräte und sonstige Tüfteleien, wie man dieser Sache Herr werden kann und das regional vertreibt, dann brauchen sie das alles nicht mehr. Mhm. Und nicht, wie gesagt, ich will das gar nicht ideologiegetrieben sehen. Also man sollte Wissenschaft, genauso wie Journalismus, nicht ideologiegetrieben sehen, sondern sich überlegen, ob es dann würde das sinnhaft sein. Und ich habe schon mit vielen Bürgermeistern geredet, die das wirklich auch erkennen, den Mehrwert. Ja. Nur ist es halt, wie sie sich denken können, ein Paradigmenwechsel, den man braucht. Ja. Mhm. Sie haben auch gesagt, das ist eine ergänzende Form der Landwirtschaft. Form, ja. Das heißt, wir werden weiter so oder so auf die eine oder andere Art und Weise eine konventionelle Landwirtschaft brauchen. Was immer Sie darunter verstehen. Machen wir es andersrum. wenn Sie sagen, dass wir diese Form wird ergänzend sein, ergänzend zu welcher im besten Fall? Also eben das, was als konventionell langläufig bezeichnet wird, das ist eben... Konventionell heißt ja nicht zwingend industriell. Ja, aber konventionell ist eigentlich auch eigentlich ganz... Konventionell heißt so, wie wir es immer gemacht haben.
Und das wäre dann wieder Bio, weil bis vor über 100 Jahren haben wir überhaupt keine synthetischen Amendments in den Boden gesteckt. Also wäre Bio eigentlich die konventionelle und das andere die chemiegetriebene oder wie sie sie nennen würden. Und ich glaube, es ist sich jeder einig, selbst die Betreiber der konventionellen Landwirtschaft sind sich ja einig, dass Betriebsmittel teuer sind und sie lieber nicht kaufen würden als schon. Und deswegen ist auch hier, und da sehe ich auch ein ganz großes Potenzial drin, es muss nicht jeder sich biozertifizieren lassen, aber er muss danach trachten, seinen Betrieb zu ökologisieren, also Maßnahmen zu setzen, die der Biodiversität, der Bodengesundheit, der Klimaresilienz einfach dienen. Dafür gibt es Programme, immer noch zu wenig, aber es gibt sie. Und es gibt auch schon das Verständnis innerhalb der Landwirtschaft, ja, dass das die Zukunft ist, vor allem wenn es Böden im eigenen Besitz sind. Ne? Das ist leider so, da ist der Mensch, Pachtböden, da passt man weniger gut drauf auf, als auf das, was ich meinen Erben oder meinen Hoferben mal weitergeben möchte. Indem man Boden aufbaut. Kurzfristig kann man sagen, man könnte mit Klimazertifikaten und CO2-Zertifikaten handeln, weil ich Kohlenstoff im Boden versenke. Aber langfristig der viel größere Wert ist, die Bodenfruchtbarkeit über Generationen zu erhalten. Sie haben jetzt Böden des Öfteren, wir reden sehr, sehr viel über die Fruchtbarkeit von Böden. Sie haben eine Form der Landwirtschaft geschildert, wo die Böden auch sehr fruchtbar sind. Jetzt meine fast banale Frage, wenn Böden geschädigt werden durch industrielle Landwirtschaft, wie lange dauert denn das, bis die sich wieder regenerieren und wie ist das überhaupt möglich? Das ist eine große Frage gelassen ausgesprochen, weil und das ist vielleicht auch ganz wichtig für jene Zuhörer, die sich nicht mit Landwirtschaft so ausführlich beschäftigen. Es gibt ja nicht die Landwirtschaft. Es gibt, also wenn wir es weltweit betrachten, ist praktisch jeder Betrieb einzigartig in seiner Art und Weise, mit welchen Bodenqualitäten er es zu tun hat, mit welchen Klimaverhältnissen er es zu tun hat, wie er seine Produkte produziert, sie vertreibt. Deswegen kann man nicht verallgemeinern. Ja? Und es gibt Standorte, die vergeben mehr, die sind einfach aufgrund ihrer ökologischen Bedingungen, geologischen Bedingungen einfach resilienter gegenüber manchen bösartig brutalen Eingriffen. Und bei manchen ist es so, dass sehr schnell so ein Tipping Point erreicht ist, ja, und dann alles Richtung Erosion und Verwüstung geht. Aber prinzipiell können sich Böden mit richtigen Maßnahmen erstaunlich schnell erholen. Was aber nicht heißt, dass sie zum Beispiel, wenn sie einen Boden auf unter 1% Humusgehalt runtergewirtschaftet haben, dass das so leicht, nämlich simpel mechanistisch einfach geht. Aber es gibt weltweit Projekte, die gezeigt haben, wenn man es richtig macht, wenn man sich bemüht, dann kann man sogar in der Wüste beginnen, Gemüse anzubauen. Mhm. Ja? Das ist Sekem-Projekt zum Beispiel in Ägypten ist eines der großartigen Beispiele, wie man aufbauende Landwirtschaft und gleichzeitig ein soziales System für die Menschen dort schafft. Okay, sehr gut. Das ist wieder mal ein schöner Schlusspunkt für ein weiteres Kapitel von Club 3. Jetzt haben wir zwei Drittel. Ein Drittel kommt auch demnach. Bitte bleiben Sie dran. Wir werden nach der Pause, nach einer kurzen Pause, dann auch über das Thema Gentechnik sprechen. Herzlich willkommen zurück beim Club 3. Wir sind vorhin stehen geblieben bei einem interessanten Projekt, und zwar, dass man auch quasi die Wüste fruchtbar machen kann, wenn ich das so salopp formulieren darf. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Und ja, das haben solche Projekte Zukunft. Ob sie Zukunft haben, glaube ich, das ergibt sich automatisch. Also wenn sie die Wüste wieder begrünen können, dann hat es sicher Zukunft, weil man weltweit versucht, der Wüste, die immer wieder am Voranschreiten ist, in diesen Gebieten wieder was abzuringen. Sei es in China, wo man Millionen von Bäumen gepflanzt hat. Ja, es ist nicht so einfach. Es gibt auch Rückschritte dazu. Es gibt in China wunderbare Projekte, wie man dieses Lössplateau, das ist ein schönes Beispiel, der Yangtze, der gelbe Fluss, der war früher nicht gelb. Das Gelb ist das Abschwemmen des fruchtbaren Lösses vom Lössplateau in diesem Fluss. Und da hat es auch Maßnahmen gegeben, das wieder zu begrünen und eben unter, jetzt in der Kürze der Zeit zu sagen, unter Berücksichtigen der ganzen ökologischen Wechselwirkungen, die man zu berücksichtigen hat. Ja, und hat dieses Lössplateau wieder begrünt, zumindest in Abschnitten. Ja. Und wenn Sie da die Vorher-Nachher-Bilder sehen, dann glauben Sie nicht, dass das echt ist. Das kann nicht sein. Ähnlich wie zum Beispiel Bilder, die gezeigt werden bei regenerativer Landwirtschaft, speziell mit holistischer Weidewirtschaft, wo man die Rinder nicht grasen lässt, wie sie wollen, sondern wo man sie zwingt, auf kleinem Raum für kurze Zeit zu bleiben und dann weiter zu wandern. Warum macht man das? Weil das
in der Natur beobachtete Form des Weidens ist von irgendwelchen wilden Herbivoren, also Grasfressern, Wiederkäuern. Ja. Die ziehen durch, trampeln alles nieder, lassen ihren Kot und Urin fallen, fressen alles weg und sind schon wieder weg und kommen lang nicht wieder. Und das ist ein Stimulus fürs Wachstum. Mhm. Ja, also Herbivoren und der Boden haben auch eine Wechselwirkung. Deswegen ist es auch, finde ich, sehr kurzsichtig zu sagen, alle Rinder weg, dann ist alles gut, dann wird das Klima wieder besser. Weil wir brauchen die tierischen Ausscheidungen und diese mikrobiologische, diese Symbiose Tier-Boden. So ist es über Jahrtausende, Jahrhunderttausende entstanden, die Steppen dieser Erde. Und da funktioniert das. Das heißt, sie können mit gezielter Beweidung, das ist durchaus kontrovers diskutiert, es gibt Studien, die sagen so und andere so. Interessant ist, die das durchführen, sagen, es funktioniert und zeigen dir Bilder und dann sieht man, dass es funktioniert. Ja. Da brauche ich keine Studie mehr, wenn ich sehe, dass es funktioniert. Ja. Aber es wird vom Standort abhängen und von den Maßnahmen, die gesetzt werden. Also das ist eine Möglichkeit und das Projekt, das ich zuerst angesprochen habe, das kann man im Internet sich auch anschauen, gibt es auch Filme darüber. Seekheim-Projekt, das ist schon einige Jahrzehnte her. Da hat der Herr Abuleisch, der hat, also ein Professor, ich glaube Chemie hat er in Österreich studiert und ist dann dort hingegangen und gesagt, er möchte in der Wüste Gemüse anbauen und hat dort einen biodynamischen Betrieb, das ist glaube ich der größte in Nordafrika dort, mit seiner Idee, dort eine Schule zu bauen, ein Krankenhaus zu bauen und dort seinen Landsleuten alles zurückzugeben, was möglich ist. Und das Ganze ist vor allem über eine Kompostwirtschaft entstanden. Ja. Also man hat versucht, in den Boden lebendige Materie reinzubringen. Das sieht man auch sehr schön. Im Sand wächst nichts. Im Sand können Sie was wachsen lassen. Wenn Sie sie simpel mit Stickstoff-Phosphor-Kali-Dünger versorgen, wächst im Sand auch was. Okay. Aber wenn Sie so ein Korn in den Sand setzen, wird nichts wachsen, weil die Pflanze hat kein, das Bodenleben existiert nicht. Mhm. Und das ist aber das, ich glaube, das ist die zentrale, ohne den Bodenleben sind wir aufgeschmissen, wirklich aufgeschmissen. Es gibt keine Vegetation. Es gibt die Erde, wie wir sie jetzt kennen, nicht ohne Bodenleben. Sind wir wieder beim zentralen Thema. Und uns schon gar nicht. Ja. Und mit diesen Maßnahmen haben die das dort geschafft, einfach fruchtbarste Erde der Wüste abzuringen. Okay. Aufbauend. Und was ist der Unterschied? Es ist eine ökosozial getriebene Maßnahme gewesen und der wollte sie nie bereichern. Der hat dafür seinen alternativen Nobelpreis bekommen. Ah, okay. Ja. Mhm. Im Unterschied zu dem, was in der Industrie getriebenen großen Landwirtschaft gemacht wird. Da geht es ums Geld, um Effizienz und um Geld. Aber die menschliche Größenordnung wird ausgeklammert. Und Landwirtschaft hat eine menschliche Größenordnung und zwar allen voran. Egal, ob es die Ernährung ist oder die Leute, die das produzieren oder die regionalen Wechselwirkungen der Menschen miteinander. Mhm. Ja, Alarmtraktor über 300 Hektar zu fahren, ist eine Sache. Ja. Aber gemeinsam Lebensmittel anbauen, verarbeiten, kochen, essen, der soziale Aspekt wird vernachlässigt. Mhm. Mhm. Aber man kann den finanziellen Aspekt natürlich auch nicht komplett auslassen. Ne? Nein, auch die Bäuerinnen und Bauern müssen im Endeffekt davon leben können. Genau. Und man hört sehr oft gern, der Markt regelt. Und es scheint so, als hätte der Markt sich darauf geeinigt, dass industrielle Landwirtschaft die Form ist, die uns versorgen kann. Nachdem das aber offensichtlich eine nicht sehr nachhaltige Form ist, wie wir ja relativ deutlich wissen mittlerweile, wie kommt man da raus? Brauchen wir mehr, ich will nicht sagen staatliche Regulierung, aber Anreizsysteme über entweder steuerliche Anreize oder über Förderungen? Müssen wir unser Agrarfördersystem, wo ja besonders auf EU-Ebene, um jetzt einmal in Europa zu bleiben, wahnsinnig viel reinfließt, müssen wir da nicht eine radikale Umkehr erreichen, um zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft zu gelangen, die auch die Landwirte und Landwirtinnen ernähren kann? Also zunächst einmal, nicht, wenn ich von der Prämisse ausgehe, liberal, der Markt regelt alles, dann ist es eine künstliche Erfindung, eine menschliche Größenordnung, die wir natürlichen Systemen drüber stülpen. Das ist genau da, wo ich hin will. Das ist eine schöne Erfindung, ist gut, ja, aber es scheint nicht zu funktionieren oder in vielen Fällen nicht zu funktionieren, weil wir die tatsächlich alles bestimmenden Gesetze, nämlich die Naturgesetze, die des Lebens, Wechselwirkungen des Lebens auf der Erde, wurscht wo und wie und im Boden oder in uns oder wir selbst, nicht berücksichtigt. Sondern es ist ein schöner Wunschtraum, dass es so geht. Gut, jetzt ist es nun einmal so, über GAP und Zahlungen, Direktzahlungen, Ausgleichszahlungen kann man viel reden. Ändert sich auch immer, ist auch meistens nicht der große Wurf, so ähnlich wie bei den Klimakonferenzen.
Warum? Warum ist es nicht? Muss man auch offen ansprechen, weil Lobbying ein Riesenproblem ist. Ja, weil die Leute, die jetzt mit Landwirtschaft Geld verdienen und nicht einmal einen Traktor starten können, einfach zu viel sind. Es wird hier viel Geld verdient, an Börsen spekuliert, muss man sagen. Ja. Das ist nicht gut. Das macht Krisen. Und das andere, also aus dem bisher Gesagten kann man ja schon ableiten, was mein Wunsch wäre für Förderung. Jetzt sind sie flächenbezogen im Wesentlichen. Sicher gibt es Details und Programme, aber im Wesentlichen wird Besitz belohnt aus. Na und? Und das hat uns genau zu den Problemen gebracht, die wir haben. Belohnt werden müsste eigentlich Aufbau des Bodenlebens, Förderung der Biodiversität. Es gibt Biodiversitätszahlungen, aber trotzdem, Biodiversität, wie sie die Natur versteht, ist eine andere als das, was mit einem Blühstreifen zum Beispiel oder einer Blühbrache gedacht ist. Das ist. Ökosysteme sind komplexer, als einfach nur einen Streifen zu blühen zu lassen. Und die Produktion von Lebensmitteln, die weder die Umwelt belasten und auf der anderen Seite gesund für den Menschen sind. Das gehört gefördert. Also sagen wir es unter einen Strich, gesundheitsbezogene Förderungen. Gesundheit, was die Ökosysteme, den Planeten und uns Menschen betrifft. Das ist nicht zwingend mit Fläche verbunden. Da würden manche kleineren erheblich mehr bekommen, weil sie sich bemühen. Und ich kenne viele solche Leute. Also das sind alles keine Ideen, sondern das existiert schon und passiert. Und die kriegen nichts, weil die haben eine kleine Fläche. Nicht? Die Betriebsgrößen in Österreich sind durchschnittlich relativ klein. Und es sind Familienbetriebe. Das sind natürlich Parameter, die Sie anführen, die auch schwierig zu messen sind, was dann natürlich eine, exakt. Ja, eine radikal, ja. ein radikales Umdenken braucht, weil ja. Besitz kann man leicht. Sie haben vollkommen recht. Wir machen das, was am leichtesten ist. Das ist so wie diese schöne Parabel mit dem, der im Finstern am Parkplatz seinen Autoschlüssel sucht und den sucht er unter der Laterne, weil dort ist am hellsten, aber dort hat er gar nicht verloren. Aber er sucht halt nur dort, weil dort sieht er was. Im Finstern schaut er nicht. Und so kommt man es vor. Wir können die Flächen leicht messen, also dann nehmen wir das halt heran. Aber das muss man doch eigentlich mal einsehen, dass das nicht bis jetzt funktioniert hat. Und, aber Sie haben recht, und das ist ein Thema, das ich spannend finde, weil es in die Wissenschaftsphilosophie hineingeht. Wie messe ich Gesundheit? Wir sind ja sehr mechanistisch getrieben. Nicht? Also wenn Sie zum Arzt gehen, kriegen Sie eine Blutabnahme, dann kommt so ein Labor und wenn Sie ein Glück haben oder ein Pech haben, je nachdem, ist irgendwo ein Sterndal, dann ist das zu viel. Macht sie das zum kranken Menschen automatisch, hat man dann sie erfasst durch ein sehr langes Blutbild. Ähnlich ist es mit Bodenproben. Da kann man zwar gewisse Nährstoffmangel erkennen, man kann das, aber was wirklich ein funktionierendes Ökosystem, was Leben ausmacht, was langfristige Gesundheit ausmacht, lässt sich sehr schwer quantifizieren. Sie können Ersatzmaße nehmen, wie Krankenstand in der Bevölkerung oder sonst irgendwas. Ja. Aber was ist wirklich Gesundheit? Gibt es überhaupt Gesundheit? Wurde in den letzten 2-3 Jahren ja auch irgendwie fast schon irgendwie abgelehnt, dass es sowas wie gesund funktionierende Menschen oder Böden oder irgendwas gibt, sondern das geht nur mit Hilfe der pharmazeutischen oder sonst irgendwelchen Inputs. Aber Sie haben ja auch erwähnt, Nährstoffreichtum, wäre das ein Indikator oder eine Kategorie? Es wird wahrscheinlich viele Kategorien geben müssen. Es gibt schon Ideen und Schemata, nach denen man Biodiversität ökologisch verträglich und so weiter bewerten kann. Aber das ist natürlich aufwendig. Ja. Also es wird ja sehr viel über den Satelliten abgegriffen, was sie auf ihrer Fläche anbauen. Und jetzt wissen wir zum Beispiel, wäre es sehr toll, wenn sie auf einem Acker einerseits Bäume, Sträucher, Blühstreifen und eine Hauptfrucht und sonst was mit oder Untersaaten und oder Gemenge Aussaaten, also komplexere, wo man sich versucht, den Gegebenheiten der Ökologie anzupassen, die Landwirtschaft zu betreiben, das können Sie vom Satelliten aus unheimlich schwer kontrollieren. Aber das wird aber Satelliten kontrolliert. Also es widerspricht, wir wollen vereinheitlichen, wir wollen standardisieren. Mhm. Entweder ist das eine Wiese oder ist das ein Acker oder ist das ein Wald. Diese Kategorien wollen wir haben. Aber die Ideale wäre alles gleichzeitig. Es klingt nach einer Herkulesaufgabe. Es gibt es schon, es gibt ja Beispiele. Ja. Mhm. Aber da muss die Politik auch mitziehen. Und Den Eindruck haben wir aber nicht gewonnen bis jetzt. Also ich zumindest nicht. Nein, weil wenn Sie eine Firma haben, egal ob die jetzt mit Saatgut handelt, mit agrarischem, chemischen Input oder mit irgendwas anderem, dann hat die im Idealfall, wenn sie börsennotiert ist, hat sie ungefähr ein Vierteljahr im Auge für den Shareholder Value. Mhm. Wenn eine Politik agiert, dann hat sie ihre verbleibende Legislaturperiode im Auge. wenn ich jetzt mit 50 darüber nachdenke, habe ich die nächsten Jahrzehnte, wenn ich ein Glück habe, noch im Auge. In 50 Jahren bin ich nicht mehr da. Sinnvollerweise würden diese Maßnahmen aber mehrere Generationen umfassen. Und das müssen sie aber durchbringen in einer sehr erfolgs- und finanzgetriebenen Welt. Mhm. Künstliche Gesetze des Marktes. Ja.
tatsächlich reale Gesetze der Natur, die wir noch nicht einmal ganz verstanden haben. Dann leben wir mitten in einer großen Teuerungsphase auch noch. Ne? Ja. Ist zurzeit wahrscheinlich schwer dann. Sie haben jetzt den Blick in die Zukunft gewagt oder angeschnitten. Jetzt möchte ich ganz kurz den Blick in die Vergangenheit bringen. Ihr Buch, Das leise Sterben, wurde 2020 zum Wissenschaftsbuch des Jahres gewählt. Sie haben einiges an Aufmerksamkeit erzeugen können. Was hat sich denn seitdem getan? Welchen Aspekt betreffend? Bezüglich in meinem Leben oder in der Landwirtschaft? Sie können uns gerne von Ihrem, ich meinte jetzt in Bezug auf die Landwirtschaft. Sie haben ja da eben auch eine Revolution gefordert. Ja. Eine Revolution im Denken, einen Paradigmenwechsel, wie ich schon eingangs gesagt habe. Doch einiges, ja. Es geht alles in die Richtung. Zum Beispiel, was ich da als Beispiel geschildert habe, diese regionalen Anbauprojekte, das ist keine Schrebergärtnerei, sondern das ist ernst gemeint. Das ist ernst gemeint, dass man Gemeinden mit Hunderten oder Tausenden Einwohnern damit versorgen kann. Kuba musste das zwangsweise machen, wie sie 1990 spontan von der UdSSR ist Zerfall UdSSR. Keine Lieferungen mehr, kein Treibstoff, keine Kunstdünger, keine Medikamente, kein nichts mehr über Nacht. Und die haben diese Organoponikos, das ist mehr oder weniger Urban Gardening zum Quadrat, aufgebaut und konnten einen großen Teil des Bedarfs, ist immer noch abhängig von vielen Dingen in Kuba, aber lösen. Die haben vorgezeigt, wie das geht. Und die dort in der Landwirtschaft dann Kräuter, also Medizinalpflanzen anbauen, die verdienen mehr als ein Arzt in Kuba. Weil das eben so wichtig ist, es funktioniert. Okay. Und das ist ein Beispiel, nur die Rahmenbedingungen waren schlechte. Nicht? Wir hätten jetzt eigentlich die Möglichkeit, unter Anführungszeichen noch ohne gröbere Krise, da solche Maßnahmen zu setzen, um die Resilienz zu fördern. Mhm. Was hat sich getan? Es werden immer mehr solche Betriebe. Sie organisieren sich, sie vernetzen sich im Internet. Es gibt immer mehr Fortbildungen zu dem Thema. Ich lerne immer mehr solche Leute kennen. Und also ich würde mich freuen, wenn sich der Journalismus diesem einmal widmen würde. Das ist unglaublich, was da passiert. Ich sage immer, das sind Menschen, die wissen gar nicht, dass das alles gar nicht geht. Weil wenn sie dieses Projekt jemandem von einer altklassischen Landwirtschaftsschule oder überhaupt von der Landwirtschaft erklären, dann kommt das Antwort, damit können sie die Welt nicht ernähren. Das will auch niemand. Das will jemand seine nächstliegende Gemeinde ernähren, so wie das in vielen Ländern des unterprivilegierten Südens oder sonst wo eben abläuft. Da haben sie gar nicht die Möglichkeit, da gibt es keine Kühlhalle für ewig und immer, sondern das ist jetzt der Markt. Und diese Leute, die sind Quereinsteiger und wissen einfach gar nicht, was, also die haben keine Hofübergabe, keine Vergangene oder wo der Großvater noch sagt, das geht nicht, was du machst, Bur. Sondern die machen das einfach, fallen manchmal auf die Nase. Mhm. Aber ich habe jetzt schon einige solche Fälle gut dokumentiert, auch filmisch. Das funktioniert. Mhm. Und das sind alles durchwegs Leute, die nicht sagen, ich will Karriere machen oder ich will 100.000 Euro verdienen, sondern die wollen davon leben können und davon leben kann man. Mhm. Also das sind Quereinsteiger meistens, sagen Sie. Häufig, ja. Aber ich weiß auch, dass auch aus Seiten der Landwirtschaft, wo man versteht, dass das eine Zusatzoption wäre, ja, wenn man die Arbeitszeit aufbringen kann. Wenn Sie Nebenerwerbsbauer sind und 300 Hektar bestellen müssen, dann geht es nicht. Das ist Arbeitskräfte. Und das sollten, wir haben gesehen, das Problem Arbeitskräfte aus dem Ausland, billige Arbeitskräfte, das ist kein Erfolgsmodell. Weder in der Pflege, noch in der Landwirtschaft. Denke jetzt an die Erntehelfer, die. Genau, die meine ich damit. Ja. Ja. Das sind ausgenutzte Menschen eigentlich schlussendlich. Ein Konzept, das mit dem, was Sie da jetzt angesprochen haben oder worüber wir jetzt zum Schluss gesprochen haben, nicht unbedingt direkt was zu tun hat, aber auch immer wieder kommt. Und was wir vorher auch schon kurz angesprochen haben, ist der ganze Bereich grüne Gentechnik, Einsatz von Genscheren etc. etc. Gibt es auch immer wieder die geäußerte Hoffnung, dass man dadurch auf geringerer Fläche mehr Menschen ernähren kann mit resistenteren Pflanzen gegen Krankheiten zum Beispiel, mit bei gleichzeitig höherem Ertrag eben. Was ist da Ihre Position? Ist das ein Zukunftsgebiet, ein Hoffnungsgebiet, etwas, wo man mehr reinschauen sollte, mehr rein investieren sollte vielleicht auch, oder ist das ein Holzweg? Ja, ich versuche eben nicht ideologiegetrieben zu antworten. Also weil man hat ja auch ein bisschen ein Bauchgefühl, ja. Und ich bin immer so ein bisschen für die Technik- und Innovationsfolgenabschätzung, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich sehr viel mit Medizingeschichte beschäftigt habe oder überhaupt mit Wissenschaftsgeschichte. Da waren wir immer, zu dem Zeitpunkt, wenn sie da wen gefragt hätten, waren sie sich alle immer ganz sicher, dass nichts passieren wird. Und 10, 20 oder 50 Jahre später waren wir schlauer. Und das zieht sich durch wie der rote Faden für den fortschreitenden Homo sapiens seit der Aufklärung, dass er immer glaubt hat, das ist so richtig. Und dann kommt man darauf, vieles ist nicht haltbar, ist falsch oder risikobehaftet oder katastrophal teilweise.
Und das muss man da auch jeder Form der Gentechnik oder der Manipulation zumindest einmal ins Fenster stellen. Das, weil da wird zum Beispiel gesagt von Proponenten der Genschere zum Beispiel, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich die genmanipulierten Pflanzen dann in der Natur irgendwie verbreiten und zu irgendwelchen unabschätzbaren Folgen führen. Ja, sehr unwahrscheinlich, ist aber nicht sicher ausgeschlossen. Und ich bin hier fürs Vorsorgeprinzip. Ja. Und vielleicht auch ein Aspekt, der noch nicht, der ist wichtig. Wenn jemand diese Kritik an der Gentechnik übt, dann sagen manche Proponenten, das ist wissenschaftsfeindlich. Das Wort Wissenschaftsfeindlichkeit haben wir in letzter Zeit öfters gehört. Ja. Nein, wenn ich, also Wissenschaft lebt davon, vom Widerspruch, vom Anzweifeln, von unterschiedlichen Positionen, dass man mal schaut, vielleicht ist es doch nicht so. Nur durch die Herausforderung von bekannten Tatsachen kann man wieder Zweifel sehen. Das ist, glaube ich, wissenschaftstheoretisch unbestritten. Und nur weil ich sozusagen einer Tatsache widerspreche oder einem Erkenntnis, heißt es nicht, dass ich wissenschaftsfeindlich bin, sondern das ist der Kern der Wissenschaft, ist der Widerspruch. Wissenschaftsfeindlich wäre, wenn man sagt, das gibt es gar nicht. Ja, Wissenschaft ist erfunden oder ist irgendwie ein Instrument, um Leute zu manipulieren. Aber Widerspruch muss drin sein. Und was machen Sie denn damit? Sie können jetzt zum Beispiel irgendein Getreide, das ohnehin schon in großen industriellen Reinkulturen und wenn es über jedes Jahr das gleiche anbaut wird, in Monokulturen angebaut wird, können Sie jetzt irgendein kleines Resistenzgen reingeben. Aber ich habe jetzt erst gesagt, das Immunsystem oder ein wesentlicher Faktor für ein funktionierendes Immunsystem des Menschen ist das Darmmikrobiom. Bei der Pflanze ist es das Bodenmikrobiom. Das ändern Sie mit der Gentechnik gar nicht. Solange Sie nicht auf den Boden achten, sondern nur auf die Pflanze schauen, kann das nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und was noch dazu kommt, was eine Gefahr ist, Gentechnik ist mit Patentierung wieder verbunden und Patentierung benachteiligt viele Menschen bzw. macht sie abhängig davon. Ja? Und ich halte es für keine gute Idee, dass ein Großteil der Saatgutproduktion weltweit in der Hand von drei Konzernen ist schlussendlich. Ja? Und das gehört dazu. Es muss möglich sein, dass einfach freies Saatgut nicht patentiert vorhanden ist. Da gibt es schöne, also schlechte Beispiele, wie das schon passiert ist. Aber man könnte es ja auch anders regeln. Man könnte es auch anders regeln, da braucht es Rahmenbedingungen dazu. Gemeinwohllizenzen. Gemeinwohllizenzen, wunderbar. Nein, also grundsätzlich ist das keine schlechte Geschichte. Der Mensch kann mittlerweile sehr viel machen. Aber der Einsatz dessen ist immer die Frage. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber das hat nichts mit Gentechnikfeindlichkeit zu tun. Nein, überhaupt nicht. Ja. Aber die Form der Landwirtschaft ist als System holistisch zu betrachten und nicht nur Einzelpflanzen zu ändern, haben es wieder lauter gleiche Pflanzen und es gibt ganz viele verschiedene Pathogene und die finden dann einen ganzen Acker und einen ganzen Horizont mit einer Pflanze wieder vor. Und da gibt es sowas wie Evolution, das ist übrigens Antibiotikaresistenzen, das haben wir auch noch nicht angesprochen. Ein Riesenproblem, nämlich für uns Menschen die Antibiotikaresistenzen und jetzt kommt man drauf, ja, die entstehen auch durch Pestizideinwirkung. Weil die Bakterien sind überall. Die sind im Boden, die sind in den Tieren, die Bakterien kennen keine Grenzen. Und die sind sehr schnell, die haben kurze Generationsdauern und produzieren relativ schnell als Antwort Resistenz. Und Pflanzen produzieren, also Unkräuter können gegen Pestizide Resistenzen machen und die Pathogene finden immer wieder Umwege, um eine genmanipulierte Pflanze dann doch zu befallen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das nicht enden wird. Und die Antwort ist Evolution und Plastizität in der Natur. Ich glaube, in Jurassic Park hat es einmal geheißen, die Natur findet einen Weg. Ja, auch das ist ein schönes Schlusswort. Wir müssen leider zum Ende kommen mit Jurassic Park. Ich glaube, da haben alle ein Bild davon. Das ist keine wissenschaftliche Angelegenheit. Wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt in dieser schönen Stunde und ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Gast, bei den Kollegen vom Profil und vom Kurier, Verzeihung, dass ich noch nicht durcheinander bringe, wünsche einen schönen Abend und freue mich aufs nächste Mal beim Club 3.